In vergangenen Videos haben wir uns wirklich ausführlich mit dem Monsterverse bzw. auch mit dem Toho-Godzilla-Universum beschäftigt und haben uns verschiedene Individuen aus diesen Universen genommen und uns die Frage gestellt, wer ist Kaiju A oder Kaiju B wirklich? Und ja, tatsächlich habe ich hier immer wieder mal die Frage in den Raum geworfen, könnte dieser Kaiju möglicherweise der Erzfeind von Godzilla sein? Diese Fragestellung habe ich sowohl bei Ghidorah angebracht, als aber auch bei Destoroyah. Und einige von euch haben mir dann geschrieben, Tobi, ist ja alles ganz nett und ja, vielleicht mag der ein oder andere auch meinen, Destroyah ist der Erzfeind oder Ghidorah ist der Erzfeind von Godzilla, aber können wir vielleicht mal über das metallgewordene Maschinenäquivalent des König der Monsters reden? Des Königs der Monster, so rum. Und ich habe mir gedacht, natürlich, klar, Mechagodzilla darf hier in diesem Wer-Ist-Format natürlich nicht fehlen, denn auch hier haben wir sehr viele interessante Informationen, wie zum Beispiel die verschiedenen Mechagodzilla-Varianten, die wir bisher kennengelernt haben, die Filme oder auch Serien, wo Mechagodzilla bisher aufgetreten ist, was die Ursprungsidee dahinter war und warum Mechagodzilla aus dem generellen Godzilla-Universum, sowohl Monsterverse als aber auch Toho-Universum, nicht mehr wegzudenken ist. Ja, in diesem Video hier dreht sich alles. Wer hätte es gedacht um Mechagodzilla? Alle Grundinformationen, die du wissen musst, um zu verstehen, warum Mechagodzilla so eine brachiale Wucht ist und sogar andere Filme wie zum Beispiel Ready Player One auf dieses Monster zurückgegriffen hat. All das sind Sachen, die wir jetzt hier besprechen müssen, aber anders als bei den vorherigen Videos fällt hier eine Sache weg. Wir müssen uns, glaube ich, nicht mehr großartig vorstellen, wie Mechagodzilla ins Monsterverse hätte eingeführt werden können. Weil den gibt's da eben schon. Was wir allerdings am Ende des Videos hier machen, wir überlegen uns einfach mal, ob Mechagodzilla aus berechtigtem Grund im Monsterverse noch einmal zurückkehren könnte oder ob wir sagen müssen, nö, die Geschichte ist eigentlich auserzählt, wir sprechen jetzt hier komplett über dieses ganze Mechagodzilla-Thema. Und wer jetzt gemeint hat, es wäre schlau, hier draußen ein Trinkspiel zu machen und zu gucken, wie oft ich Mechagodzilla sage, wird ein lustiger Abend für dich. Wir starten auf jeden Fall jetzt los. Viel Spaß mit dem Video. Mechagodzilla, Mechagodzilla, Mechagodzilla. Geschichte und verschiedenen Varianten von Mechagodzilla. Eine Legende aus Stahl und Zerstörung, so könnte man tatsächlich die Überschrift dieses Videos hier nennen. Ein stählerner Koloss, der als Spiegelbild eines Titans geschaffen wurde, beziehungsweise nicht einfach irgendeines Titans, sondern als Spiegelbild des Königs der Monster. Ein mechanisches Meisterwerk, das Zerstörung und Faszination zugleich ausstrahlt. Heute tauchen wir in die Geschichte von Mechagodzilla ein, einem der ikonischsten Kaiju aus der Welt von Toho und auch darüber hinaus. Woher kam die Idee dieses mechanischen Monsters? Welche Varianten gibt es? Und wie hat sich Mechagodzilla über die Jahrzehnte hinweg entwickelt? Bis hin zur modernen Inkarnation im Monsterverse, in Ready Player One und sogar im Anime-Universum. Beginnen wir vielleicht erst einmal mit den grundlegenden Fakten. Die Geburt von Mechagodzilla bzw. die Inspiration und die Idee dahinter. Mechagodzilla wurde erstmals in dem Film Godzilla vs. Mechagodzilla 1974 vorgestellt. Doch warum hat Toho dieses Konzept überhaupt entwickelt? Wie kam man auf die Idee, dieses mechanische Spiegelbild von Godzilla ins Leben zu rufen? In den frühen 1970er Jahren befand sich das Godzilla-Franchise in einer Phase der, man könnte sagen, Umorientierung. Der ursprüngliche Godzilla von 1954 symbolisierte die Schrecken des Atomzeitalters, doch mit der Zeit wandelte sich sein Charakter. Godzilla wurde zu einem Beschützer der Menschheit, einem Helden für Kinder. Um die Reihe wieder mit frischen Ideen zu beleben, entschied sich Toho, einen Gegner einzuführen, der nicht einfach nur ein weiteres Monster war. Die Inspiration hinter Mechagodzilla lag unter anderem in der Popularität des Science-Fiction-Genres zu dieser Zeit. Gigantische Roboter und kybernetische Wesen waren einfach ein Trend in den japanischen Medien, insbesondere in Manga und Anime. Serien wie zum Beispiel Mazinga Z, wird es glaube ich ausgesprochen, hatten bereits gezeigt, wie beeindruckend riesige Maschinen in der Popkultur wirken konnten. Außerdem wollte Toho ein Konzept, das den Kern von Godzilla aufgreift, aber ihn auch wieder in Frage stellt. Was wäre, wenn die Menschen selbst eine Waffe erschaffen, um den König der Monster herauszufordern? Was, wenn die Menschen dazu in der Lage wären, die einstige Naturgewalt, eben Godzilla, durch eigene wissenschaftliche Fortschritte selbst zu kopieren und daraus eben einen gewaltigen Roboter zu entwickeln? Kommen wir nun zu den Ursprüngen von Mechagodzilla, vom Jahr 1974 bis 1975.
Im ersten Film Godzilla vs. Mechagodzilla ist Mechagodzilla eine Kreation außerirdischer Invasoren, der sogenannten Simians, eine außerirdische Rasse von affenartigen Wesen. Es wird als ultimative Waffe gegen Godzilla eingesetzt. Sein Design ist robust, funktional und mit einer Vielzahl von Waffen ausgestattet. Interessant war es, wie Mechagodzilla zunächst in einer Godzilla-ähnlichen Haut verkleidet wurde, um die Menschen und Monster zu täuschen. Die Enthüllungsszene, in der die metallene Haut von Mechagodzilla endlich sichtbar wird, ist ein ikonischer Moment im Kaiju-Kino. Und ja, aus diesem Grund ist auch damals die große Theorie aufgeflammt, dass im Film Godzilla vs. Kong, alle Bilder, die wir im Trailer gesehen haben, in denen Godzilla vorgekommen ist, dass das eigentlich Mechagodzilla sein sollte, der eben einfach nur ein, in Anführungszeichen, Godzilla-Kostüm getragen hat. Wäre eine coole Idee gewesen, hätte auch irgendwie erklärt, warum Godzilla auf einmal so aggressiv geworden ist, aber nein, das wurde dann später im Kinofilm etwas anders aufgelöst. Im Jahr 1975 erschien Terror of Mechagodzilla. Hier wurde Mechagodzilla von den Simians repariert und, naja, einfach verbessert. Diesmal mit Unterstützung des Monsters Titanosaurus. Ja, auch ein wirklich ikonischer Name, zu dem kommen wir möglicherweise auch nochmal in einem separaten Video. Dieser Film gab dem mechanischen Godzilla eine noch dunklere, bedrohlichere Aura, die den Zuschauer daran erinnern sollte, dass Mechagodzilla keine Kontrolle über seine eigenen Taten hatte. Er war ein Werkzeug der Zerstörung, das von äußeren Mächten missbraucht wurde. Lasst uns also jetzt einen weiteren großen Schritt machen, und zwar ins Jahr 1993 in die sogenannte Heisei-Ära von Godzilla. In der Heisei-Ära kehrte Mechagodzilla in einem neuen Licht zurück. In Godzilla vs. Mechagodzilla 2, ich weiß, sehr einfallsreich, hier wurde Mechagodzilla nicht von Außerirdischen, sondern von der G-Force, also von Menschen, einer internationalen Organisation gebaut. Ziel war es, natürlich Godzilla zu stoppen, der weiterhin eine Bedrohung für die Welt darstellte. Dieses neue Design war wesentlich fortschrittlicher und schwerer bewaffnet. Es war unter anderem mit Waffen wie Plasmagranaten oder auch einem leistungsstarken Energiewaffensystem ausgestattet. Ein weiteres Highlight des Films war die Einführung des Garuda-Fluggeräts, das sich mit Mechagodzilla verbinden konnte und eine noch stärkere Einheit namens Super Mechagodzilla bildete. Und ja, tatsächlich muss man hier irgendwie so ein bisschen an Power Rangers denken, aber trotz allem ist das schon eine ziemlich coole Sache gewesen. Der Heisei Mechagodzilla war ein Symbol für die menschliche Wissenschaft und Technologie, die versucht, die Natur zu kontrollieren und ebenfalls auch zu kopieren. Ein zentraler Konflikt in der gesamten Godzilla-Mythologie. Reden wir jetzt über Millennium Mechagodzilla Kiryu aus dem Jahr 2002 bis 2003. Die Millennium-Serie brachte eine völlig neue Version von Mechagodzilla, bekannt als Kiryu. In dem Film Godzilla Against Mechagodzilla 2002 und Godzilla Tokyo SOS 2003 wurde Kiryu aus den Überresten des Original-Godzilla-Skeletts von 1954 gebaut. Und ja, ihr merkt vielleicht, auch hier war erneut der Drang da, irgendwie einen Bezug zum allerersten Godzilla von 54 zu ziehen. Ähnlich wie auch bereits schon in dem verworfenen Konzept zu Ghost Godzilla. Darüber hatten wir bereits in einem vorherigen Video gesprochen, das habe ich dir gerade mal da oben in der Ecke verlinkt. Schau da auf jeden Fall gerne mal rein, denn ich gehe davon aus, dass die Idee, die in Ghost Godzilla verworfen wurde, jetzt hier 2002 bis 2003 ebenfalls noch einmal eine Rolle gespielt hat. Gerade eben im Film Godzilla Tokyo SOS von 2003, da fällt das doch relativ auf. Dieses Konzept verlieh der Figur eine wirklich tiefe emotionale und narrative Schicht. Kiryu war mehr als nur eine Maschine. Er hatte eine Verbindung zur Vergangenheit, ähnlich wie das Ganze davor mit Ghost Godzilla geplant gewesen ist. Es gab sogar Momente, in denen er sich an sein früheres Selbst, an sein früheres Leben erinnern konnte und komplett außer Kontrolle geriet. Das ganze Rache-Szenario hat ebenfalls seinen Weg vom Ghost Godzilla-Konzept in diesen fertigen Film bekommen. Kiryu war wesentlich agiler als seine Vorgänger und verfügte über noch modernere Waffen wie die Maser-Kanone und den gefürchteten Absolute Zero Cannon.
der dazu in der Lage gewesen ist, Gegner komplett einzufrieren und ebenfalls zu zerstören, was eine ziemlich asoziale und grausame Art und Weise ist zu sterben, um das mal ganz kurz nebenbei zu erwähnen. Ja, möglicherweise ist Kiryu die brutalste Variante von Mechagodzilla, die wir zumindest bis zu diesem Zeitpunkt hatten. Aber natürlich durften auch modernere Interpretationen von Godzilla nicht auf Mechagodzilla verzichten, nein. Auch der von vielen sehr kontrovers aufgenommene Anime-Film Godzilla, eine Stadt am Rande der Schlacht aus dem Jahr 2018, hat sich das Konzept von Mechagodzilla zur Brust genommen und daraus eine eigene Variante kreiert. Hier wird Mechagodzilla als eine futuristische, KI-gesteuerte Waffe dargestellt. Obwohl der eigentliche Mechagodzilla nie vollständig in Aktion gezeigt wird, spielt die Mechagodzilla City, eine Verschmelzung der Maschinen mit Nanotechnologie, eine zentrale Rolle. Und ja, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ich mal über die einzelnen Anime-Filme, das sind genau 3 Stück, die da als Trilogie zusammengehören, wenn ich darüber mal ein wirklich ausführliches Analyse-Video machen soll, dann schreibt mir das in die Kommentare unten rein, weil die Filme können spätestens ab dem 3. Teil doch sehr verwirrend werden und da würde es vielleicht weiterhelfen, da einfach mal zu erklären, was da genau passiert. Die Idee, dass Mechagodzilla sich in diesem Film weiterentwickelt und zur Grundlage einer Stadt wird, war eine, wie ich finde, sehr interessante Abweichung vom klassischen Konzept. Ich mag es ja, wenn man alte Ideen aufnimmt und die noch einmal komplett neu interpretiert. Das hat mir persönlich hier zum Beispiel sehr gut gefallen. Und es zeigt, wie Technologie eine eigene Lebenserhaltung entwickeln kann, gerade eben eine künstliche Intelligenz, unabhängig von menschlicher Kontrolle. Man könnte das Ganze hier auch irgendwie als eine Warnung vor, naja, dem sehen, was jetzt nach und nach so auf uns zukommt. Künstliche Intelligenzen werden immer schlauer und können immer eigenständiger agieren. Ebenfalls konnte es auch der Film Ready Player One aus selben Jahr, 2018, nicht lassen, Mechagodzilla hier einen wirklich geilen Cameo zu spendieren. In Steven Spielbergs Ready Player One wurde Mechagodzilla zu einem nostalgischen Highlight für Fans. Diese Version wurde als mächtige Waffe im Oasis-Videospiel-Universum genutzt. Sein Design orientierte sich hierbei sehr stark an einer Mischung aus dem klassischen und aber auch einer modernen Interpretation mit schweren Waffen und einem noch moderneren, fast futuristischen Look. Besonders beeindruckend hierbei war der Einsatz seiner Waffen, die in der finalen Schlacht des Films ein wahres Spektakel für Fans darstellten. Und ja, bis heute gibt es Fans da draußen, die immer noch sagen, das hier ist die wirklich perfekte neue Variante eines Mechagodzilla, den hätte ich auch sehr gerne in Godzilla vs. Kong gesehen. Da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das seht. Mögt ihr die Mechagodzilla-Variante aus Godzilla vs. Kong oder gehört ihr zu den Leuten, die sagen, ich hätte lieber die Variante aus Ready Player One gesehen? Gutes Stichwort übrigens, Mechagodzilla aus dem Film Godzilla vs. Kong aus dem Jahr 2021. Ja, in Godzilla vs. Kong kehrte Mechagodzilla erneut zurück. Diesmal jedoch als Schöpfung einer Organisation namens Apex Cybernetics. Diese Version wurde von der DNA von Ghidorah angetrieben, was eine faszinierende Verbindung zwischen den Titanen und Godzilla vs. Kong und Godzilla King of the Monsters präsentierte. Man könnte im Endeffekt sagen, dass wir in Godzilla vs. Kong erneut Ghidorah als Endboss haben, jedoch in Godzilla-Form, was dem Ganzen irgendwie einen wirklich kuriosen Nachgeschmack gegeben hat und ich mag diese Idee bis heute. Optisch war dieser Mechagodzilla wesentlich schlanker und auch brutaler, aber auch wesentlich flexibler und auch schneller. Ebenso konnten wir sehen, dass diese Variante sehr viel wendiger war als alle seine Vorgänger. Er besaß rot leuchtende Energiewaffen und überragende Kampffähigkeiten, die es ihm sogar ermöglichten, sowohl Godzilla als aber auch Kong in Schwierigkeiten zu bringen, sodass die beiden sich letztendlich für den finalen Kampf zusammentun mussten. Der Fokus lag hier auf der unkontrollierbaren Natur einer Waffe, die mit einer fremdartigen, in Ghidorahs Fall außerirdischen Intelligenz, ausgestattet wurde. Doch was genau ist jetzt die Faszination hinter Mechagodzilla? Was macht Mechagodzilla so beeindruckend und auch so wichtig für viele Fans? Er ist eben mehr als nur ein mechanisches Gegenstück zu Godzilla. Er ist ein Symbol für die Ambivalenz von Technologie. Während er Hoffnung und Schutz verspricht, zeigt er auch die Gefahr, die entsteht, wenn Macht außer Kontrolle gerät. Und um die Frage jetzt zu beantworten, könnte Mechagodzilla noch einmal in einer neuen Form mit einer weiterentwickelten Körperstruktur im Monsterverse auftauchen? Ich sage ganz klar,
Das ist sogar schon so gut wie sicher. Mechagodzilla gehört definitiv zu den Lieblingen, sowohl der Toho-Fans als aber auch der Monsterverse-Fans. Und gerade Toho hat ja bereits gezeigt, dass es relativ einfach ist, verschiedene Varianten von Mechagodzilla vorzustellen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir in naher Zukunft möglicherweise noch einmal einen Mechagodzilla sehen werden, der diesmal jedoch nicht von Ghidorah, sondern vielleicht einfach von den Menschen selbst gesteuert wird. Mechagodzilla ist nicht nur ein Gegner für Godzilla, er ist ein Spiegel für die Menschheit, eine Reflexion unserer Ambitionen und unserer Fehler. Von den klassischen Filmen bis zu modernen Interpretationen bleibt er eine Ikone, die die Fantasie von Generationen beflügelt. Jetzt seid wie immer ihr gefragt, wie ist eure Meinung zu Mechagodzilla an sich? Welche ist eure Lieblingsvariante? Welche Variante mögt ihr überhaupt nicht? Und würdet ihr Mechagodzilla gerne noch einmal im Monsterverse sehen? Diesmal vielleicht sogar mit der Optik von Ready Player One. Lasst mich alle eure Gedanken dazu in den Kommentaren unten wissen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Mechagodzilla, 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 Mechagodzilla.